Technike, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar hätte ich gerne Auskunft. Machen Sie auch Heizungsbau? Ich denke ja. Dann müsste ich Sie mal kurz, ja. Sie wollen ein Angebot haben oder so, ja? Ja, dass wir im Prinzip das Heizkörper draußen montiert werden, im Garten, so vereinzelt. Ja, Sie wollen aber erstmal wohl bestimmt ein Angebot haben, was das kostet, wenn wir sowas machen, oder nicht? Nee, ich wollte fragen, ob das überhaupt möglich ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin kein Techniker, also Warum? Deswegen. Können Sie denn rauskommen? Ich könnte Sie mal überhaupt zu jemandem erstmal hinstellen, der sowas überhaupt macht, vielleicht. Zu mir jetzt? Nein, ich verbinde Sie jetzt einfach mal hier im Haus. Und wohin? Zu jemandem, der sowas, der sich mit Heizkörpernbau und so auskennt. Auch für draußen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Deswegen will ich Sie ja jetzt verbinden. Zu einem, der draußen Heizungen baut. Ich verbinde Sie jetzt einfach erstmal im Haus zu jemandem, der überhaupt Heizkörpereinbau macht. Ja? Machen Sie das gar nicht? Ich nicht, nein, ich bin Sekretärin. Ich kann Ihnen da keine Antwort zu geben. Ich bin keine Technikerin oder kein Monteur. Ja, dann lasse mal. Verstehen Sie mich jetzt nicht? Ich muss Sie mit einem Techniker bzw. einem Monteur hier im Hause verbinden, der Ihnen eine Auskunft geben kann, ob das machbar ist. Ja, da ist halt der Aufwand ist ja viel zu groß. Wieso ist der jetzt viel zu groß? Ich verbinde Sie jetzt in unserem Betrieb weiter. Ja, das lohnt ja nicht. Ne? Das soll ja... Ey, hallo, verstehen Sie mich einfach nicht? Hallo, ich verbinde Sie jetzt zu jemandem, der Ihnen die Auskunft geben kann, ob es geht. Ja, aber ich habe ja Sie angerufen. Ich bin aber nur eine Zentrale. Und ich kann Ihnen darüber keine Auskunft geben. Wenn Sie das nicht machen können, ist ja nicht schlimm. Dann, nein, dann, verstehen Sie. Dann, hören Sie mir mal bitte zu. Moment, da kommt gerade meine Frau. Hilde, ich habe hier jemanden dran, aber die können das nicht. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Hallo? Die können das nicht und jetzt müssen wir andere anrufen. Hallo, das stimmt nicht. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich will Sie mit jemandem verbinden, der Ihnen die Auskunft darüber erteilen kann. Ja, aber das lohnt ja vom Aufwand nicht. Moment, darf ich jetzt mal ganz kurz Ihnen... Nee, das ist ja vom Aufwand zu groß. Dass Sie sich darum gekümmert haben. Ist ja sehr freundlich von Ihnen. Ich möchte Sie mit einem... Hallo, darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen? Wir können das machen, nur Sie müssen... Ich kann Ihnen die Auskunft darüber nicht geben. Ja, nee, das ist ja, macht ja nichts. Das gibt ja auch andere, dann lass mal. Moment, darf ich Sie mal ganz kurz, zu unserem Kundendienst verbinden? Nee, das ist ja... Wieso denn nicht? Das ist einmal verbinden von hier nach unten. Das ist kein Aufwand. Ich verbinde Sie jetzt in unserem Betrieb. Ja, das ist nett von Ihnen, aber das immer, das brauchen wir ja nicht. Moment, also darf ich Ihnen mal ganz kurz was sagen? Ich bin eine Sekretärin. Ich möchte Sie jetzt einfach... Ist ja nicht schlimm, wenn Sie das nicht können, dann... Das stimmt doch gar nicht, wir können... Oh Mann, verstehen Sie das einfach nicht. Gut, dann verbleiben wir so, dass wir sagen, Dankeschön, besten Dank. Ich möchte Sie jetzt einfach nur verbinden, geht das? Nee, lass mal. Ja gut, auf Wiederhören. Danke.